Zweite Buchbesprechung und auch hier hoffe ich nicht verklagt zu werden, weil es ist eine Empfehlung und keinesfalls irgendwelches Genörgel, bestenfalls minimale Kleinigkeiten, aber selbst die habe ich jetzt nicht. Höchstens, ich persönlich möchte in einem Survival-Buch lieber geduzt werden. Der Johannes Vogel, der siezt uns. So, das war es auch schon an Kritik und jetzt können wir kurz nochmal darauf eingehen, was für ein Buch ist das überhaupt. Trinkwasserversorgung in Extremsituationen, Survivalwissen für Notfälle und auf Reisen, eben vom Johannes Vogel. Den kennt man, wenn man ihn nicht kennt, dann sollte man ihn definitiv kennenlernen. Also bei dem, was derzeit so an Survival-Experten, selbsternannten, durch die Welt springt, ist er definitiv einer derjenigen, die diese Bezeichnung durchaus verdient haben, würde ich wirklich definitiv so unterschreiben. Der Mann ist auch definitiv da unterwegs, von wo er berichtet und auch da, wo es kein Wasser gibt, kann er dann dementsprechend gut auch berichten, wie ist denn das, wenn man kein Wasser bekommt. So, und jetzt ist dieses Buch wirklich so ziemlich allumfassend und behandelt, selbst wenn er, auch wenn er sich hinten irgendwie dafür entschuldigt, dass es nicht allumfassend genug ist, kann ich verstehen, mache ich auch ständig. Aber nichtsdestotrotz ist das für den praktischen Anwender, der draußen in der Natur rumrennt, wirklich in einer Ausführlichkeit, wie man sie so noch nicht gesehen hat. Also das ist wirklich beispielhaft. Ich bin ja ein Freund von Ausführlichkeit und von Details und das ist hier definitiv auch der Fall, ne? Und da kann man halt merken, dass wir zwei studiert haben, wovon wir reden, ne? Zumindest so teilweise. Also teilweise im Sinne von sowohl Forstwissenschaften als auch Biologie sind nicht unbedingt ein Studiengang, wo du nur lernst, wie du draußen klarkommst. Ne? Und da muss man sich schon noch diverses anderes aneignen, aber sein Biologiestudium hilft ihm ganz, ganz, ganz offensichtlich. Und auch generell die wissenschaftliche Ausbildung, von der ich ja auch dann hin und wieder mal ein wenig zu profitieren meine, führt hier auch dazu, dass er halt die Dinge so detailliert erklären kann, wie sie auch erklärt werden müssen. Und er halt eben auch auf potenzielle Fallen und eventuelle Kleinigkeiten eingeht, die man halt einfach so nicht auf dem Schirm hat. Zum Beispiel der beliebte Survival-Wasserfilter aus einer mit Filtermaterial vollgestopften Socke. Das ist jetzt die eine Sache, die ich hoffentlich spoilern darf, ohne jetzt gleich verklagt zu werden, weil ich was aus dem Buch zitiere. Streng genommen ist es ein Zitat. Nämlich, wenn man da jetzt eine Socke nimmt, ne, und dann stopft man sich eine Schicht Holzkohle von mir aus rein, Schicht Gras, Schicht Sand, also in andere Reihen, also erst Holzkohle, dann Sand, dann eine Schicht Gras und legt oben von mir aus noch ein bisschen gröberes Pflanzenmaterial drauf. Ein bisschen Rinde habe ich auch schon gesehen. So, und das alles in eine Socke. Und jetzt kippt man da oben Wasser drauf und das läuft dann durch diesen Sockenfilter und kommt unten raus und dann meint man, man hätte das Wasser zumindest ein bisschen gefiltert. Und da schreibt jetzt der Herr Vogel zu, und da möchte ich ihm absolut recht geben, dass das völliger Käse ist, weil das verkeimte Wasser, was man in die Mitte von diesem Filter reinkippt, ja logischerweise dann auch in den Sockenstoff läuft und durch den Sockenstoff nach unten. Was also unten bei diesem Filter runtertropft, ist zum Teil tatsächlich Wasser, das durch die ganzen Filterelemente gelaufen ist, aber auch ein Haufen völlig ungereinigtes Wasser, das einfach die Socke entlang gelaufen ist. Und im Endeffekt bekommt man vielleicht eine winzige Reduktion der Keimzahl im Verhältnis von 1 zu 10, was bei einigermaßen verkeimtem Wasser schon nicht reicht, um das dann eben entsprechend trinkbar zu machen. Wenn man das überhaupt hinbekommt, warum so wenig Leute krank werden, die ihr Wasser so filtern, erklärt sich dann halt damit, dass man doch eine Mehrzahl von Gewässern, die wir im Wald jetzt finden, in Deutschland speziell, eben doch ganz gut trinken kann. Und das ist auch was Interessantes, was in diesem Buch auffällt, nämlich der Herr Vogel, wenn er mich sieht, sieht sich ihn jetzt auch, geht halt davon aus, dass die wirklich so ziemlich alle Wässerchen, die man in Deutschland außerhalb der urbanen Ballungsräume finden kann, quasi immer Trinkwasserqualität haben. Verglichen mit dem, wo der wohl schon unterwegs war, was dann wirklich keine Trinkwasserqualität mehr hat, hat auch ein Rhein, Neckar, Elbe, etc. und so weiter und so fort auch durchaus noch eine halbwegs trinkbare Qualität. Und das ist interessant, weil das deckt sich halt eben nicht so mit der allgemeinen Meinung der meisten, die sich diesbezüglich schon geäußert haben. Jetzt ist es ja schon so, dass da sich einige Leute zu äußern, die sich dazu eigentlich nicht unbedingt berufen fühlen müssen. Das stimmt schon. Dürfen sie natürlich trotzdem.
Und ich finde das auch in Ordnung, aber wie der Herr Vogel schreibt, wird so natürlich die eine oder andere Halbwahrheit und unsinniges Nichtwissen quasi nachgeplappert und verbreitet sich dann so sehr, dass irgendwann dann jeder denkt, oh, das habe ich schon 27 Mal gehört, das muss ja stimmen. Ist aber nicht zwingend so. Und das habe ich auch schon mal in einem anderen Video, auch schon bei mir, erklärt, eben dieser Mythos mit dem Wasser muss so und so lange abkochen. Ne? Das hatte ich auch mal angesprochen. Das ist halt auch Käse, das macht überhaupt keinen Sinn. Also wenn da was drin ist, was man mit Kochen töten kann, was für den Menschen gefährlich ist, dann ist das auch tot, nachdem man es entsprechend kurz aufgekocht hat. Ob man es dann noch eine halbe Stunde oder eine Stunde weiterkocht, macht dann keinen Unterschied mehr. Danach ist das Zeug, was beim Kochen nicht kaputt geht und gefährlich ist, immer noch drin, falls es sowas überhaupt gibt. Er kennt kein konkretes Beispiel und da glaube ich ihm jetzt wirklich, dass er da recherchiert hat und da er jede Menge andere Krankheitserreger, die es halt dann eben namentlich gibt, tatsächlich auch namentlich nennt, das macht Sinn. Das macht Sinn, ne? Also da sind wir einer Meinung. Wir sind generell in den meisten Dingen, jetzt gerade was diese Wasseraufbereitungsgeschichte angeht, sehr, 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 sehr einer Meinung. Beziehungsweise ich wusste es zum Teil halt echt nicht, weil der Mann wirklich enormen Rechercheaufwand betrieben hat. Ich bin ja auch kein Hydrologe, gut, er wahrscheinlich auch nicht, aber er ist an dem Fachgebiet näher dran als ich. Es wäre also ratsam, falls es da mal kontroverse Äußerungen von uns zwei geben sollte, lieber auf den Johannes Vogel zu hören als auf mich. Ne? Also jetzt bezüglich Wasseraufbereitung. Und generell, ich bin ja auch nicht, ich habe ja nicht den Anspruch, jetzt ultimative Survival-Ratschläge zu geben, sondern bei mir geht es eher ums Waldverständnis allgemein, nicht so nur in Anführungszeichen die Anwendungsorientierung. Also nicht, dass er nicht auch noch ein bisschen anderes Zeug erzählt, aber im Wesentlichen geht es ja schon um Survival. Ne? Also sprich, zu wissen, warum ein Ilex aquifolium unten stachligere Blätter hat als oben, bringt einen in Survival-Fällen nicht wirklich weiter, ist aber eine schöne Information und die gibt es dann halt eher von mir und weniger hier vom Johannes Vogel. Das Buch ist wirklich eine definitiv, eine dicke, fette Empfehlung. Wer sich mal intensiv mit dem viel wichtigeren Wasser als der ollen Nahrung auseinandersetzen möchte. Es gibt ja diesen schönen Grundsatz für Survival-Aktivitäten, den man wirklich relativ schnell verinnerlichen sollte, wenn man sich anfängt, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Meiner Meinung nach so die erste Sache, die man sich wirklich begreiflich machen sollte. Man muss immer erst dafür sorgen, dass das, was einen zuerst umbringt, die erste Priorität ist, um die man sich kümmert. Das war jetzt ein bisschen verschachtelt formuliert. Also auf gut Deutsch, bist du in der Wüste, wird dein erstes Problem sein, dass du irgendwie wahrscheinlich demnächst verdurstest. Essen kann dir erstmal egal sein, das bringt dich viel später um. Kälte kann dir egal sein, wird nicht kalt. So, bist du hingegen irgendwo in der Arktis, gerade irgendwo eingeschneit, dann wirst du zwar durchaus auch Durst bekommen, aber das Erste, was dich umbringt, wäre jetzt Kälte. Erste Maßnahme, irgendwie für Temperaturerhalt sorgen. So, jedenfalls Tatsache ist, immer, egal wo man ist, braucht man, bevor man was zu essen braucht, was zu trinken. Deshalb, wenn man einen Einstieg eben in die Thematik, wie überlebe ich in Extremsituationen, sucht, warum nicht mit Wasser? Weil, ne, Feuer machen, ja, super, bringt halt auch nicht viel. Nach 3 Tagen ist man trotzdem verdurstet, je nach Situation. Oder halt auch mal ein bisschen länger, aber spätestens nach einer Woche. Demzufolge, also ich persönlich halte das für einen prima Einstieg, wenn man sich da wirklich gleich intensiv mit der Thematik auseinandersetzen kann. Schön ist, das glaubt es aufgrund der Neuauflage so, dass da auch langfristige Wasserversorgungslösungen drinstehen, also stationäre langfristige Wasserfilteranlagen, die ein ganzes Dorf versorgen können. Zum Beispiel damals in Nepal, als das fiese Erdbeben war, da wäre schon hilfreich gewesen, das Material für so ein Ding und das dazugehörige Wissen halt vor Ort zu haben im entsprechenden Dorf. Das nur mal am Rande angemerkt. Was ist noch Schönes drin? Ja, auch sämtliche Filtermethoden eben, die man auf verschiedenen Extremreisen anwenden kann. Es geht ja auch eben um Survival-Wissen für Notfälle und Reisen. Also der Punkt Reisen ist durchaus gerechtfertigt. Da ist wirklich vieles so dabei, dass man im Vorfeld mitnehmen kann. Was ich auch schön finde und was ich inzwischen bestätigen kann, das ist ein lustiger Zufall. Ich hatte nämlich auch gerade überlegt, dass ich demnächst mal ein bisschen Kritik an meinem Sawyer Mini-Wasserfilter äußern muss. Grundsätzlich ist das Ding ja schon nach wie vor ganz gut. Aber
Jetzt nach längerem Gebrauch stelle ich schon so ein paar Dinge fest, die mich jetzt rückwirkend so langsam an dem Ding wirklich stören. Man muss halt schon eine Weile dran rumtesten, um das dann beurteilen zu können. Und wie der Zufall so will, sind das halt auch eben entsprechend Sachen, die hier vom Herrn Vogel entsprechend angemerkt werden. Für mich persönlich sehr interessant waren die Kapitel, wie man sich denn verhält, wenn man jetzt in der Wasserkrise ist, wenn man jetzt weiß, okay, demnächst komme ich nicht an Wasser, habe aber nur noch einen kleinen Rest. Wie teile ich mir den am besten auf? Was mache ich denn jetzt da am dümmsten mit und so weiter und so fort? Weil das lernt man sogar, wenn man mal irgendeinen Film gesehen hat, wo irgendeine Expedition durch die Wüste unterwegs ist. Es ist eine Scheißidee. Oh, ich habe jetzt Durst. Trink, 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 trink. Ah, oh, und dann ist das Wasser alle. Sondern es ist eine erheblich bessere Idee, sich dann wirklich den Vorrat in der Flasche so lang wie möglich zu strecken und dann immer nur kleine einzelne Portionen, sage ich jetzt mal, aufzunehmen. Das war mir schon klar, wie das genau konkret vonstatten gehen soll. Da hat er hier einen Vorschlag. Und das finde ich auch wieder gut. Er sagt, es ist auch nur ein Vorschlag. Es gibt da diesbezüglich einfach keine Möglichkeit, dass man jetzt statistisch da irgendwelche Untersuchungen anstellt, um die ideale Vorgehensweise rauszufinden, sondern man kann da nur individuelles Erfahrungswissen weitergeben. Und das ist halt nicht sehr wissenschaftlich, was jemanden, der wissenschaftlich ausgebildet ist, so ein bisschen sauer aufstößt. Das merkt man hier auch hin und wieder dann wirklich, dass er gerne entsprechend verlässliche Statistik abgeben möchte, so lese ich das da zumindest raus, es aber nicht kann, weil die nicht existiert. Das Problem kenne ich halt nur zu gut. Gerade neulich bei der Wildschweingeschichte, ne? Da gibt es halt auch eben keine wirklich verlässlichen statistischen Werte, was man jetzt im Idealfall am besten tut. Also Verhalten A führt in 60% der Fälle zum Tod, Verhalten B nur in 40% der Fälle, sowas kann man halt einfach nicht sagen. Es ist immer so ein bisschen Auslegungssache, individuelle Erfahrung und es ist auch viel Meinung und viel Subjektives dabei. Und das ist ein Problem für unser Eins. Ja, prima ist das Kapitel eben, wie gesagt, Rationierung von Wasser, dann Wasser finden, finde ich auch ein schönes Kapitel. Da, Gott sei Dank, ne? Also mit Vegetationskunde sollte ich mich auch auskennen als Tüxen. Habe ich jetzt nicht so viel Neues erfahren, um nicht zu sagen nichts. Sonst hätte ich mir auch wirklich Sorgen gemacht. Aber ist prima gemacht, ist hervorragend geschrieben. Die ganzen Wasseraufbereitungsmethoden, da sind wirklich Sachen dabei, die habe ich noch nie gehört. Die Thematik Meerwasser entsalzen. Ich wusste, dass es mit Elektrolyse geht. Ich wusste, dass es da theoretisch in irgendeiner Form so Pumpen gibt, wie die genau funktionieren. Also Umkehrosmosepumpe nennt sich das Ding. Habe ich so jetzt auch noch nicht ganz. Das hätte ich jetzt auch woanders nachlesen können. Aber es ist hier wirklich hervorragend geschrieben. Und es steht wirklich jeder auch nur irgendwie vorstellbare Methode, Wasser aufzubereiten, Wasser zu gewinnen, wenn man keins hat, hier wirklich drin, die einigermaßen Sinn macht. Das hat er dann auch wirklich schön gelöst mit so kleinen Piktogrammen, die einem sofort beim entsprechenden Thema, ganz kleiner Auszug aus dem Buch, sagen, ist das eine Vorbereitungsmethode, also um das Wasser schon mal ein bisschen vorzubereiten, bevor man es richtig aufbereitet, also wirklich trinkbar macht. Oder ist das gleich eine richtig tolle Superaufbereitungsmethode, die da alles rausholt, was im Wasser auch nur irgendwie drin sein kann? Oder ist es eine Notlösung, die kein 100% sicheres Wasser herstellt, es aber verbessert? Also quasi das Risiko, krank zu werden, reduziert. Und auch die Menge an Wasser, die mit der entsprechenden Methode gewonnen werden kann, hat man eben mit diesen Piktogrammen auf einem Blick sofort sichtbar und es sind wirklich so ein paar Dinge drin, die sind total einfach und simpel, aber wirklich schon sehr, 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 sehr hilfreich, wie zum Beispiel eben das Dekantieren. Will ich jetzt auch gar nicht weiter zu sagen, ich möchte so wenig wie möglich hier jetzt was verraten. Vielleicht noch eine Sache im Rahmen des Zitatrechts, der hier, der Tonfilter. Das ist eine geniale Idee. Im Prinzip ist einfach nur so gedacht, dass man sich einfach eine mehr oder weniger mikroporöse Tonschüssel macht, da Wasser reinkippt und diese Tonschüssel hat winzig kleine Poren, so quasi auf dem Niveau einer Pore eines Wasserfilters, also so einem üblichen, wie zum Beispiel dieser Sawyer Mini da halt eben. Und durch diese kleinen feinen Poren dringt dann ganz langsam Wasser nach außen und das reicht vollkommen aus, um zum Teil sogar, ja, Viren möchte ich jetzt nicht sagen, aber zumindest Bakterien mit auszufiltern. Und
auch prima gemacht ist eben die Thematik mit dem, muss man überhaupt Viren ausfiltern? Ist das überhaupt notwendig? Das ist nämlich auch was, wo man sich wirklich seine Gedanken drüber machen kann und wo teilweise ein bisschen zu viel Panik gemacht wird. Ja, also ich habe nichts auszusetzen, gar nichts. Das ist das beste Buch zum Thema Wasseraufbereitung, das ich bisher auch nur ansatzweise gelesen habe. Ne? Ich wüsste auch nicht, dass es ein weiteres Buch für die Wasseraufbereitung Outdoors allein dafür in dieser Dicke und mit dieser durchaus auch kleinen Schrift. Also da sind wirklich massenweise Informationen drin, dass es da irgendwas anderes überhaupt gäbe, was da auch nur im Ansatz rankommen würde. Also ein absolutes Must-Read. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Spannend ist halt einfach noch dieser Gedanke, beziehungsweise diese völlig bisschen von der allgemeinen Meinung, nach meiner Auffassung, von den meisten Outdoorern abweichende Überzeugung, dass quasi Gewässer in Deutschland nahezu immer Trinkwasserqualität haben. Und irgendwo ganz am Anfang schreibt er, sein Credo ist, wo er bedenkenlos drin schwimmen kann, das kann er auch bedenkenlos trinken. Wahrscheinlich hat er da halt sogar recht. Wir sind alle, glaube ich, bei der Trinkwasserqualitätsanalyse und bei der Vorsichtigkeit mit dem Trinkwasser, das wir so in der Natur antreffen, ein bisschen übervorsichtig. Das legt man dann wohl relativ schnell ab, wenn man dann entsprechend mal aus dem Ganges saufen musste und wo auch immer in Australien aus irgendwelchen völlig verschimmelten Zisternen und solche Späße. Da hat er wohl einige interessante Erfahrungen gemacht, um die ich ihn nicht beneide. Das brauche ich alles nicht. Deswegen ist es ganz gut, dass es da halt Leute gibt, die das dann witzig finden, so halb verdurstend durch irgendwelche Wüsten zu trappeln, damit ich das da nicht machen muss. Und dann so nett sind, diesbezüglich Bücher zu schreiben. Und das ist dann eine Tatsache, die man definitiv durch den entsprechenden Kauf dieses Buches dann auch honorieren kann und meiner Meinung nach durchaus auch sollte. So. Das wär's gewesen. Macht's gut.